Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Liebe Christinnen, liebe Christen, willkommen zum Impuls für Karfreitag. Das Erste, was die Karfreitagsliturgie bestimmt, das ist das 4. Lied vom Gottesknecht, steht im 2. Teil des großen Jesaja-Buches. Dieses 4. Gottesknechtslied wird ganz früh schon in der Wissenschaft auf den Jesus, den Christus hingedeutet. Und genau in diesem Zusammenhang steht dieses Gottesknechtslied. 52. Kapitel, Verse 13, gekürzt insgesamt. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb auf trockenem Boden. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf, vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmert sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat, und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Soweit die Worte aus dem Buch Jesaja. Das Kreuz, ein Zeichen für den Tod und für uns Christinnen und Christen eine Erinnerung daran, dass Jesus am Kreuz sein Leben verliert, obwohl so viele Frauen und Männer in seiner Nähe wieder neu zum Leben gefunden haben. Das Kreuz, ein Zeichen für den Tod, weil Jesus am Kreuz seine Würde verliert, obwohl er sein Leben lang anderen Menschen ihre Würde wieder zurückgegeben hat. Das Kreuz, ein Zeichen für den Tod, weil Jesus am Kreuz voller Hass und mit brutaler Gewalt mundtot gemacht wird, obwohl er mit Begeisterung von Gewaltlosigkeit und von der befreienden Liebe erzählt hat. Das Kreuz, ein Zeichen für all die Tode, die wir Menschen bis heute sterben. Zu Hause oder auf den Straßen unserer Welt, in den Krankenhäusern oder in den Seniorenzentren, durch Gewalt oder im Krieg, durch ein heimtückisches Virus oder eine andere unheilbare Krankheit. Das Kreuz, ein Zeichen für all die Tode, die wir Menschen bis heute sterben. Immer wieder voller Angst und in Verzweiflung, der eigenen Situation ausgeliefert, dazu verdammt, auszuhalten und zu ertragen, ungefragt, manchmal alleingelassen und einsam. Das Kreuz, ein Zeichen für all die Tode, die wir Menschen bis heute sterben, die wir aber vielleicht auch verhindern könnten, wenn wir weniger wegschauen würden, wenn wir mehr widersprechen würden, wenn wir entschlossener Steine ins Rollen bringen würden, wenn wir den Gedanken immer mehr zulassen könnten, dass Gott selber uns im Kämpfen gegen diese Tode in der Welt nicht verlässt. Das Kreuz, ein Zeichen, das Mut macht zum Aufstehen vom Tod. Und mit diesem Mut übernehmen wir Christinnen und Christen Verantwortung für das Zusammenleben der Menschen und der Völker. Und dann sind wir solidarisch mit den Schwächsten und mit den Verachteten. Dann begegnen wir jetzt während der Corona-Krise all den Frauen und Männern, die besonders gefährdet sind, achtsam und rücksichtsvoll. Das Kreuz, ein Zeichen, das Mut macht zum Aufstehen vom Tod, weil die Hoffnung in uns Christinnen und Christen lebt, dass Gott alle unsere Wege mitgeht, auch die Kreuzwege, weil das Vertrauen in uns wächst, dass uns beim Aufstehen vom Tod göttliche Kräfte zufließen, trotz aller ungeklärten Warum-Fragen. Weil wir mit Jesus erlebt haben, dass unser Leben blüht, über alle Tode hinaus. Die Liebe ist mächtiger als der Tod. Gott, du Ewiger, mitten in der Corona-Krise, die die ganze Welt in Atem hält, kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Abgrundtiefe Angst, existenzielle Not und unbeschreibliches Leid zahlloser Menschen in unserer Welt schreien nach Hilfe und nach Erlösung. Du Ewiger, bei dir finden wir Hoffnung und Zuversicht. Du hast Jesus am Kreuz nicht im Stich gelassen, du lässt auch uns heute nicht im Stich. Zu dir tragen wir die Kreuze so vieler Menschen. Wir denken heute besonders an alle unheilbar Kranken und an alle mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Wir beten also für unsere Kranken, die im Krankenhaus versorgt sind, die gequält werden durch Schmerzen, die verzweifelt sind, weil sie mit ihrem Leben und ihrem Schicksal nicht zurechtkommen. Wir beten für unsere Älteren, die gefährdet sind durch die Ansteckung mit dem Coronavirus, die teilnahmslos und isoliert in den Heimen leben müssen, abgeschnitten von jeder Begegnung mit ihren Angehörigen. Ewiger Gott, du willst das Heil für alle Menschen. Deine Gegenwart berührt die Menschen und gibt Hoffnung und Zuversicht. So bist du uns Menschen nah, auch in so schwierigen Zeiten. Wir denken heute besonders an alle Ärztinnen und Ärzte und an das Pflegepersonal in ganz unterschiedlichen Einrichtungen. Wir beten für alle diese, für die Menschen in der Betreuung, in der Seelsorge und in der Verwaltung, in den Krankenhäusern, in den Behinderteneinrichtungen und Altenheimen, die mit großer Umsicht und Hingabe ihren Dienst tun, die sich sorgen um die ihnen Anvertrauten, die bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, die für Sicherheit und Hygiene sorgen, trotz aller Schwierigkeiten, die fast verzweifeln angesichts des Leids, das sie erleben müssen, die Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen, damit die anderen nicht verzweifeln. Ewiger Gott, gib ihnen allen deine Kraft und zeig ihnen, dass sie nicht von allen guten Geistern verlassen sind, denn der Geist Jesu verändert die Menschen und mit ihnen unsere Welt. Wir denken heute auch an alle Regierenden und an die Mächtigen dieser Welt. Wir beten also für alle, die im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben Verantwortung tragen in diesen schwierigen Zeiten. Für die Regierungen auf unserer Erde, die Wege finden müssen für ihre Völker, wie sie diese Corona-Pandemie überstehen können. Für alle Frauen und Männer, die jetzt in den Machtzentralen der großen Konzerne über Wohl und Wehe so vieler Menschen in ihren Betrieben entscheiden müssen. Für den Papst, die Bischöfe und alle Frauen und Männer, die im Namen Gottes versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort für alle Menschen zu gestalten. Ewiger Gott, lass dein Licht leuchten bei diesen Menschen, die eine große Verantwortung tragen für unsere Zukunft. Das Licht, das uns vom Kreuz Jesu her aufleuchtet. Und schließlich denken wir an all die Menschen, die jetzt in Angst leben. Wir beten für alle Menschen, die in dieser großen Angst leben, in der Angst vor dem, was das Leben abverlangt, in der Angst vor der Ansteckung mit dem Coronavirus, in der Angst vor Vereinsamung, in der Angst um die eigene Existenz, in der Angst vor Arbeitslosigkeit nach der Pandemie, in der Angst vor Schmerzen, in der Angst vor dem Tod. Ewiger Gott, deine Liebe verändert die Menschen und vertreibt alle Angst aus ihren Herzen. Lass diese Liebe für alle spürbar werden, die in diesen Tagen zu verzweifeln drohen. Wir schauen auf das Kreuz Jesu. Hier erkennen wir nicht nur menschliches Leid, Gewalt, Bosheit und Schwachheit. Das Kreuz ist uns durch Jesus von Nazareth zu einem Zeichen der Hoffnung geworden. Hier wird Gottes ohnmächtige Liebe offenbar. Das Kreuz ist unser Zeichen für Erlösung und Heil. Amen. euch lieben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein